Das von der Forstwirtschaft Kassow und vom Forschungsinstitut für Forstwesen NAIC-ERTI gebildete Konsortium erhielt für die Wiederherstellung und Erhaltung der Auenwälder mit Schwarzerle und gewöhnlicher Esche eine finanzielle Unterstützung in der Höhe von 994.000 Euro. Das Projekt wurde mit 1. September 2013 gestartet und war nach damaligem Planungsstand für die Dauer von 5 Jahren anberaumt. Im Rahmen des Projektes erfolgten die Gestaltung des Stausees Bück, die Rekonstruktion des Balatasees, die Aushebungen für das Seesystem Kuvöldi und dessen Erweiterung um 2 neue Seen. Diese Programme von Life Plus gibt es nicht nur hier in Kassow, sondern landesweit. Es ist sogar ein Programm, das ganz Europa betrifft. In Ungarn führte dies dazu, dass verschiedene Orte von diesen Maßnahmen profitierten, um den ursprünglichen Zustand der Natur wiederherzustellen. Diese beziehen sich auf die verschiedenen Tier- und Pflanzenarten bzw. auf die Bewahrung des Standortes. Die Ergebnisse der in den Vorjahren getätigten Untersuchungen, die wir auf dem Gebiet der Forstwirtschaft Kassow vorgenommen hatten, zeigten uns, dass sich der Gesundheitszustand der Bäume in der Vergangenheit allmählich verschlechtert hat. Diese Verschlechterung führen wir darauf zurück, dass sich unser Klima verändert, sich hierdurch die Wassermenge in diesem Gebiet reduziert und sich deshalb der Gesundheitszustand der Bäume zwar nicht drastisch, aber doch kontinuierlich verschlechtern wird. Wir gingen davon aus, dass, wenn es uns gelänge, die hiesigen früheren Wasserverhältnisse wiederherzustellen, also den Grundwasserspiegel zu erhöhen, es positive Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Wälder und auf die Verhältnisse des ganzen Gebietes hätte. Das Projekt hatte nämlich ergeben, dass wir die Anhebung des Wasserspiegels mit diesen baulichen Maßnahmen verwirklichen können. Somit kann sich das Wasser auf einem großen Gebiet ausbreiten, um so zu erreichen, dass die Bäume besser mit Nährstoffen versorgt werden. Dies hat zur Folge, dass ein gesundes Gedeihen der Bäume begünstigt wird. Unser Projekt wurde für einen Zeitraum von 5 Jahren geplant. Und es scheint so, dass wir den Zeitplan einhalten können. Der Grund für diese Zeitspanne liegt darin, dass wir die konkreten Maßnahmen erst in 1 oder 2 Jahren vornehmen können. Wichtig ist uns vor allem aufzuzeigen, dass unser Projekt tatsächlich positive Ergebnisse erzielt. Hierzu bedarf es Monitoring-Maßnahmen, die Erhebung des Ausgangszustandes bzw. die Evaluierung der Ergebnisse. Dafür muss der nötige Zeitaufwand zur Verfügung stehen. Wir stehen hier auf einer der ausgewählten Monitoring-Probeflächen des Projektgebietes. Hier befindet sich ein Eichenbestand. Was wir hier relativ gut beobachten können, sind die 100 Bäume, die gekennzeichnet, durchnummeriert und bemalt sind. Hier dokumentieren die Mitarbeiter der Abteilung Waldschutz der ERTI die gesundheitlich relevanten Fakten. Vor dem Baum Nummer 8 befindet sich ein Grundwasserbrunnen, an welchem die Kollegen von Kassow die Messungen des Grundwassers vornehmen. Auf dem Projektgebiet befinden sich 14 dieser Grundwasserbrunnen und wir haben noch 4 Kontrollgebiete außerhalb des Projektgebietes markiert. Im Juli 2015 begannen wir mit der Fertigstellung des Bauvorhabens. Dieses wurde eingeleitet mit der Aushebung der schlammigen Seen, mit der Renovierung der Talsperren und mit dem Bau der Hochwasserentlastungen. Wir sind hinsichtlich der Umsetzung der Gestaltung bei der Hälfte des Programms angelangt. Wesentliche Arbeiten sind noch zu erledigen. Im Winter 2015 wurde die Fertigstellung des Bauvorhabens der Naturschutzaktionen fortgesetzt. Im Rahmen des Projektes erfolgte auch die Gestaltung des Stausees Bück. Er fungierte früher auch als Stausee. Jetzt möchten wir aber größere Wassermengen auffangen. Wir baggern nicht aus, sondern wir versuchen, das Fassungsvolumen einer größeren Wassermenge durch Erhöhung und Stärkung zu erreichen.
Wir stehen momentan auf dem Deich zwischen den Seen Nummer 1 und 2. Er wurde im ersten Schritt der Fertigstellung des Projektes hergestellt. Die technische Abnahme erfolgte am 15. Dezember 2015. Hier wurde die Schlammaushebung des zweiten Sees bzw. die Renovierung des Dammes vorgenommen. Diese beiden Seen bestanden hier früher schon. Ein Damm war hier ebenfalls vorzufinden, aber er wurde in ein neues Bauwerk umfunktioniert, verstärkt und mit Hochwasserschutz ausgestattet. Dieser wurde auch höher gebaut. Somit dient er der Erhöhung des Stausees. Diese beiden bestehenden Seen fungierten bisher als Fischteiche und sie werden diese Funktion auch in Zukunft beibehalten. Im zweiten Schritt erfolgte die Renovierung des dritten Sees bzw. die Aushebung des vierten Sees. Der Großteil der Arbeit wurde schon verrichtet, nur einige Kleinigkeiten sind noch ausständig. Der Deich gehört zum See Nummer 3. Ursprünglich befand sich der Wasserspeicher, ähnlich wie beim See Bück, auch hier. Wenn es zu Hochwasser kam, hat der Wasserspeicher Wasser an den beiden darunterliegenden Seen abgegeben. Also wir werden den jetzigen Zustand nicht verändern, sondern wenn sich der See mit Wasser füllt, lassen wir das Wasser allmählich in die zwei Seen ab, die sich darunter befinden. Der bestehende Damm wurde hier auch verstärkt. Die Bauwerke wurden ausgetauscht. Im See Nummer 3 wurden Rodungsarbeiten vorgenommen, da die hier ausgedörrten Bäume den Verlauf des Wassers gefährdet haben. Als letzte Phase läuft jetzt der Küstenschutz. Wir stehen jetzt auf dem Damm zwischen den Seen Nummer 3 und 4. Der See Nummer 4 wird gänzlich neu errichtet. Er wird den Wasserlauf auffangen, um die Speicherkapazität zu steigern. Hier befand sich früher kein Deich. Es ist also ein neuer Zustand, den wir hier sehen können. Hier erfolgten auch Abholzungen der Bäume, die den Bau behinderten. Danach wurden neue Dämme und Bauwerke errichtet. Im Rahmen der zweiten Stufe spielt der Schutz des Balatasees auch eine wichtige Rolle. Hier möchten wir später einen Rohrdurchlass einbauen. Wir bauen undurchlässige Elemente in das Flüsschen, sogenannte Strombette, um das Wasser nicht so schnell fließen zu lassen. Es soll vielmehr bestimmte Gebiete bedecken und den Wald mit zusätzlichem Wasser versorgen. Die Arbeiten begannen mit 31. Januar 2016. Anschließend wird das Gebiet zum Jahresanfang mit Wasser aufgefüllt werden. Im Sommer wird man, meinen Einschätzungen zufolge, bereits einige Auswirkungen bemerken. Aber es ist ein langfristiges Projekt. Daher ist es auch möglich, dass der Nutzen dieses Projektes erst nach einigen Jahrzehnten erkennbar wird. Anhand von drei geführten Touren werden wir die Seen und die bereits durchgeführten Arbeiten der Interessentengruppe vorstellen. Wir werden die Gruppe auch auf den Lehrpfad führen. Zudem wird 2017 eine internationale Konferenz organisiert werden, zu der wir Organisationen einladen werden, die ebenfalls ähnliche Bewerbungen gewonnen haben. Auch sie können ihre Projekte vorstellen und wir möchten natürlich auch unsere Ergebnisse präsentieren. Im Zuge der Bewerbung wurde der forstliche Lehrpfad gestaltet. Die Einweihung der Tour fand am 28. Juli statt. Der Lehrpfad macht das Publikum mit der Nutzung des Waldes, den Aufgaben des Försters sowie mit dem Naturschutz vertraut. Er ist 1 Kilometer lang und umfasst 10 Stationen. Im Rahmen des Projektes konnten die technischen Entwicklungen bzw. ein Großteil dieser praktisch umgesetzt werden. Die Monitoring-Tätigkeit, also die Forschungsarbeit, wird bis zum Ende des Projektes andauern.
Heute können wir die bisherigen Ergebnisse und Ziele des Projektes mit der Übergabe des Lehrpfades bzw. mit der ersten geführten Tour einem breiten Fachpublikum sowie Außenstehenden wie Touristen und Ortsansässigen präsentieren. In Ungarn stellt die Verschlechterung bzw. die potenzielle Verschlechterung nicht nur in Kassow ein Problem dar. Ich halte es demnach für extrem wichtig, die Ergebnisse des Projektes derart vorzustellen, sodass sie auch auf andere inspirierend wirken. Hoffentlich werden wir die von diesem Projekt ausgehenden positiven Auswirkungen selbst noch erleben. Aber wahrscheinlich sind es die Folgegenerationen, die vom Nutzen dieser Maßnahmen weitaus mehr profitieren werden. Unsere Erwartungshaltung ist primär darauf gerichtet, dass sich der Zustand der hier präsenten Bestände wie Eichen und Erlen verbessert. Die Datenanalyse soll daher beweisen, dass sich diese Bäume hinsichtlich ihres Zustandes verbessern. Sprich, ihre Kronen und Stämme werden gesünder. Alles in allem erwarten wir eine Verbesserungstendenz. Wir freuen uns darüber, wenn die Besucher die Schönheit des Gebietes erkennen und die wiederkehrenden Touristen auch die positiven Veränderungen bemerken. Im Allgemeinen denke ich, dass alle Personen eine Rückmeldung betreffend ihrer eigenen Arbeit benötigen, um die Ergebnisse beurteilen zu können. Dies trifft nicht nur auf die lokalen Förster, sondern auch auf die Forscher zu.